Herr Strucker, wenn man von unserer Arbeit erfährt, dass wir Hydra dienen. Hydra, Shield. Zwei Seiten einer Münze, die jetzt wertlos ist. Was wir haben, ist mehr wert, als die sich vorstellen können. Herr Strucker, Fury hat alles veröffentlicht. Alles, was er weiß. Früher oder später stoßen sie auf die Zwillinge. Die Welt braucht keine Spione mehr. Und auch keine Helden. Das ist das Zeitalter der Wunder. Nichts ist grauenvoller als ein Wunder. Die Basis muss einsatzbereit werden. Sollen wir anfangen? Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Marvel Adventure. Und es geht weiter. Ich weiß jetzt nicht so genau, wofür das hier gut ist. Ehrlich gesagt. Achso, jetzt kommen da kleine Helferlein oder wie? Na? Ah, jetzt geht's. Komisch. So, ich habe auch diesen Teil schon mal durchgespielt. Ja, das ist alles ein bisschen schief gelaufen. Wie gesagt, deswegen musste ich das ganze Spiel ja nochmal durchspielen. Aber ist ja nicht schlimm. Lieber so, als dass da irgendwie mehrere Teile fehlen. Das finde ich auch. Bald werden wir Waffen besitzen, denen nicht mal die Erwähnung. Danke. So, komm. Wir öffnen ein Tor in die Zukunft und wir von Hydra werden die Ersten sein, die es durchschreiten. Es gibt andere Facilities, die weltweit für Hydras gutes Werk arbeiten. Wir überlassen sie Captain America und seinen schillernden Freunden. Das lenkt sie von uns ab. Sehr schön. Das Zepter ist der Schlüssel. Wir haben schon so viel herausgefunden und trotzdem kaum an der Oberfläche gekratzt. Es strahlt dieselbe zügellose Energie aus, die wir in den Hydra-Waffen verzeichnet haben. Vielleicht können wir sie so mit Energie versorgen. Diese Technologie wird uns dabei helfen, die Welt zu verändern. Gut, dann baue ich das hier mal zusammen. Hey! Hey, warte! Mann! Geh zurück! Knallbirne. So. Warst du noch gar nicht fertig? Ihre Kräfte jagen selbst nur Angst ein. Ich muss gestehen, soviel ich weiß, ist das jetzt ja, also, ja, aus dem Film Age of Ultron, den habe ich nicht ganz gesehen. Mit der es nur sein Zorn aufnehmen kann. Die Zwillinge haben außerordentliche Begabung. Richtig eingesetzt werden sie außergewöhnliche Waffen. Ja, ja. Ganz genau. Irgendwelche Folgen muss es ja immer geben.
dass der Kristall mit der richtigen Fokussierung das Potenzial hat, die aus New York geborgene Chitauri-Technologie zu reaktivieren. Mhm. Ja, dann lauft er jetzt hin. Wo ist denn hier dein Kumpel? Ach, der steht da noch. So viel Zeit wie du hätte ich auch gerne. Mann, jetzt ist mir ein Rüde abgehauen. Nicht weglaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob das reicht. Nee, ich glaube nicht, ne? Warum geht das jetzt nicht? Jetzt noch mal ein bisschen. Großartig, nicht wahr? Entgegen unseren ersten Erwartungen kann die Kreatur nicht von selbst fliegen. Vielmehr nutzte die Chitauri-Technologie ihrer Rüstung. Wenn wir einen Weg finden, das auszunutzen, sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Stark Tower erhielt einige Neuerungen und ist nun als Avengers Tower bekannt. Was Sinn macht, nachdem es das Hauptquartier der mächtigsten Krieger der Erde ist. Hawkeye kann sich im Medizinlabor regenerieren. Die Iron Legion wird in der Werkstatt darunter repariert. Nachdem Strucker aufgehalten wurde und wir Lokis Zepter zurückhaben, könnte es hier doch wieder einigermaßen ruhig zugehen. Wer hat den Angriffsbefehl erteilt? Herr Strucker, es sind die Avengers! Sie haben es aufs Zepter abgesehen. Du solltest doch das Ding seit Shields Ende haben. Damit ist es zu Ende. Sobald wir wissen, wozu es noch benutzt wurde. Außer für Waffen. Seit wann kann Strucker Menschen optimieren? Benner und ich checken das, bevor es zurück nach Asgard geht. Ist das okay? Nur noch wenige Tage bis zur Abschiedsparty. Ja, na klar. Ein Sieg muss gefeiert werden. Neues von Strucker? Die Behörden haben ihn. Und die beiden Talente? Wanda und Pietro Maximoff. Zwillinge. Mit 10 verwaist, als eine Granate ihr Haus zerfetzte. Was können sie? Er ist schnell und sie abgedreht. Ja, die werden nochmal auftauchen. Sicher, dass er wieder gesund wird? In meinem Labor regelt die Regeneratoreinheit sowas in 20 Minuten. Ich bestehe bald nur noch aus Plastik. Sie bestehen aus sich selbst, Mr. Barton. Nicht mal Ihre Freundin bemerkt den Unterschied. Wie geht's ihm? Es geht ihm gut, er hat Durst. Okay, aufwachen, Jarvis. Zeit zu spielen. Wir haben nur ein paar Tage mit dem Joystick, also machen wir das Beste draus. Das Zepter ist außerirdisch. Der Edelstein selbst scheint ein Schutzgehäuse für etwas anderes zu sein. Ein Computer. Ich glaube, ich bin auf einen Code gestoßen. Was gibt's denn? Das Zepter. Wir fragten uns, wieso Strucker so erfinderisch war. Darum analysiere ich den Stein. Ja, sehr schön.
Warum sieht Bruce so ängstlich aus? Oder nicht? Ich finde, der sieht ängstlich aus. Vielleicht hat er Angst, sich wieder zu verwandeln oder so. Mhm. Gut, ich gucke hier aber erstmal weiter. Der nimmt erstmal sein Labor auseinander. Ja, genau, das Stuhl auch noch, ne? Wenn schon, denn schon. Was ist das? Kann ich hier auch was? Ja. Genau. Struckers Labor hatte hochmoderne Robotertechnik. Offenbar suchte er etwas ganz Spezielles. Okay. Und nun? Oh, guck mal! Ich bin ein Roboter. Hui. Na? Oh. Soll ich denn was machen? Ja, das finde ich ja doll. Ha? Das hat er jetzt aber von alleine gemacht. Das war ich. Nein, nein. Oh Mann, oh. Gut. Genau, die möchte ich haben. Warte mal. Nein. Ich will dich überhaupt nicht. Ah, Mann. Hat das geklappt? Ja, wunderbar. Und da oben leuchtet das so. Ja, guck mal. Das kann man kaputt machen. Ich hoffe, das ergibt auch Sinn. Ups. Okay. Das ist alles? Okay.
Ah, da sind ja welche am Arbeiten. Das habe ich gar nicht gesehen. Jarvis. Doktor? Anfangs war Jarvis nur ein Sprachinterface. Jetzt steuert er die Iron Legion. Er hat mehr zu sagen als jeder andere, außer Pepper. Absolut spitze. Ja. Ich vermute nicht mehr lange. Okay, gut. Bevor ich hier weitermache, würde ich aber sagen, dass ich hier mal eben einen Aufnahmestopp mache. Na? Ja. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Ich danke euch fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei.